Jo, hallo. Stable. Und die Eiko läuft einfach mal durch mir durch. Ich bin hier vor dem Portal. Es gab ein Update am Mittwoch. Und es hat sich was verändert. Und das, was ich gerne machen würde, ist Quest mit euch, dass die Route hier hat. Dann einfach mal los. Kyra, gut, dass du da bist. Ich habe mich gerade auf eine Vorbereitung, was auch immer mich auf andere Seite erwartet. Also die Linda, mal gucken. Nacht hatte ich einen wirklich furchteinflößenden Traum. Ich sah eine bedrohliche Festung, die durch eine endlose Welt aus Finsternis und Schatten trieb. Der Herrscher dieses dunklen Reichs war niemand anderes als der Galopp. Weiter. Er war ruhelos und wartete ungeduldig auf die Jahreszeit, in der die Barriere die Lebende von den Toten trennt, schwächer wird und er sie überwinden kann. Diese Jahreszeit ist nun gekommen und der Galoppierer und sein Pferd reiten durch den Nachthimmel. Manche sagen, er ist auf der Suche nach Opfern, die er in seine Festung verschleppen kann. Andere glauben, dass er verlorene Seelen entführt. Ich bin dem Galoppierer schon begegnet. Ich glaube, er fühlt sich missverstanden, wild und verwirrt. Ich möchte ihm helfen. Und da stehen wir jetzt vor dem Portal zur Festung des Galoppierers. Heute bekommen wir unsere Antwort. Okay, lass uns zusammen gehen. Komm mit, Kyra. Willst du jetzt die Festung schon kennen, ne? Okay, keine Ahnung, wo Linda sich rumtreibt. Da hinten. Das ist genau, was ich in meinem Traum gesehen habe. Aber wo ist der Galoppierer? Vielleicht ist er auf einen seiner wilden Jagd durch Jorvik. Folge mir, lass uns in einen ruhigen Ort finden, um ein Lager aufzuschlagen und ein wenig nachzudenken. Wollen wir so also mal gucken, was passiert. Heute bin ich auch mit Juniper unterwegs. Das Pferd, was ich gerade leveln tue. Jetzt will sie darüber. Hier fernab von Zentrum Festung. Zentrum der Festung. Das wird wahrscheinlich auch ein Zweiteiler werden. Mal gucken, wie die Quest hinzieht. Oh, das ist perfekt. Wir schlagen unser Lager im Schatten des Turms auf. Okay.
Mal sehen. Anders als der lärmende Geister und verborgene Falz der Galoppierer zurückkehrt, gibt mir einen Moment, um das Lager aufzubauen. Okay, hat sie jetzt getan. Und jetzt stehe ich hier drinne. Gucken wir uns mal das Lager an. Okay, warum nicht? Kessel und so weiter. Mal gucken. Sag mir, wenn du bereit bist, die seltsame Geschichte über das Leben des Galoppreiters und seinen noch viel seltsameren Tod zu hören. Sprich mit Linda, um die Geschichte von Galoppreiter zu hören. Geschichtsbücher zufolge gab es vor fast 900 Jahren einen Mann, Gunnar, der als Geschäft und loyalen Soldaten unter John Charles diente. Ein seltsamer Mann mit einem passenden Namen. Es heißt, Gunnar hatte einen düsteren und nachdenklichen Art, war aber dennoch tapfer und John Charles gegenüber stets loyal. Kein Pferd ließ zu, dass er sich ihm näherte, und die anderen Soldaten und Bediensteten John Charles gingen Gunnar aus dem Weg. Insgeheim verhöhnten sie ihn. Vielleicht war es Missgunst, vielleicht war es Angst, die sie dazu brachte, Gunnar den Spitznamen Galoppierer zu geben. Ein grausamer Scherz, der in den kommenden Jahrhunderten den wahren Namen auf ganz Jorvik in Vergessenheit geraten ließ. Eines Tages tauchte ein wilde und ängstliche Stute auf. Eine große, schwarze Schiri-Ross. Den Gerüchten nach kam dieses Pferd aus dem Lennen im Osten, jenseits der Berge von Jor. Und er glaubte niemanden es zu reiten, außer dem Galoppierer. Letztendlich hatte er eine Gefährtin gefunden, die war eine riesige Schirhors, so schwarz wie die mondlose Nacht. Und ihr wildes Aussehen und ihre angstliche Natur beruhigte die Mähne des Charles. Allein die Präsenz des Pferdes beängstigte andere Tiere und versetzte sie in Furcht und Panik. Der Galoppierer und das Schiri-Ross wurden unzertrennlich. Ihre einzigartige Verbindung rief Verwunderung hervor und ließ Gerüchte entstehen. Der Galoppreiter arbeitete sich eine Position als persönliche Leibwache und Ratgeber an der Seite von John Jarl. Er vollbrachte große Taten für ihn und verteidigte John Jarl sogar während einer gefährlichen Aufstand von rebellischen Lords. Vorurteile und Gerüchte griffen in Arme und ich Aberglaube und Geschichte voller Angst über Zauberei und schwarze Magie aus. Verachtung wurde Hass und aus Witzen die Verborgenen wurden offener und der Jarl ordnete an, dass der Galoppierer sich für seine angebliche Verbrechen verantworten müsste. Der Galoppierer wurde gefangen genommen, in Schande und Fesseln wurde er seinen König vorgeführt. John Jarl als sein Lord war zugleich auch der Richter und das Urteil über seine ergebenen Diener sprach. Als der Galoppierer zu Block des Henkers gebracht wurde, kamen hunderte Männer des Jarls hinzu, um das Spektakel zu feiern. Ihr führender Aberglaube erwies als richtig, als der Galoppierer sich von Richtblock erhob und seine Unsterblichkeit zu erkennen gab. Der Volksmund und die Geschichte sind diesbezüglich verworren, aber die vorherrschte Theorie war, der Stärkste des Galoppierens seine Verbindung mit den Jarl und seine Unsterblichkeit, ihre Ursprung bei einer mächtigen Hexe aus den Teufelsschlucht hatte. Ein volles Jahr nach seiner Exekution wurde der kopflose Reiter das erste Mal gesehen.
wie er auf einer flammenden Stute durch den Nachthimmel ritt. Seitdem wird er jeden Herbst wieder gesichtet. Während wir im Schatten des Turms sitzen, spüre ich, dass es noch mehr in dieser Geschichte gibt. Es darauf wartet, entdeckt zu werden. Es fühlt sich an wie eine wie ein vergessenes Wort auf meiner Zunge. Ursprünglich war auf Warte ausgesprochen werden. Jetzt kann ich aber erstmal gar nicht lesen, Papa. Ich fühle mich etwas so koppel in Sitz. Vielleicht sollten wir das genau untersuchen. Möglicherweise finden wir heraus, was den Galoppierer und John Jarl auseinandergebracht hat. Koppelinsel. Gehen da mal hin. Wir müssen schnell zur Koppelinsel. Ich spüre, dass dort etwas geschehen wird. Ich treffe dich da. Ja, okay. Um auch. Hier ist die Brücke. Hallo, Pferd. Gehen wir mal hier durch. Und dann brauchen wir uns eigentlich nur abholen zu lassen oder wir gehen Moorland. Wir sagen Moorland. Wir nehmen auch so eine Abkürzung. Wie lang? Warum ich immer wieder bugge, keine Ahnung. Die Koppelinsel, da sollen wir hin. Deswegen reisen wir dorthin. Ich mache mal kurz Stopp. Bis gleich. So, ich bin zwar jetzt gerade wiedergekommen, aber ich muss mal jetzt kurz Schluss machen. Also sehen wir uns ab der Stelle, würde ich sagen, gleich wieder. Wir können ja eigentlich wenigstens die Quest noch abholen. Gucken wir mal, was noch passieren wird. Linda. Deswegen wollte ich gerade Schluss machen, Leute, weil das hier schon wieder los ist. Ich wollte wenigstens mit Linda noch sprechen wegen der Quest, bevor ich rausgehe. Scheiße, Wookie bald ein Schild auf. Dann werden wir noch mit ihr schnell sprechen. Also, der Galoppierer ist kurz vor uns hier eingetroffen. Warten, bis er verschwindet und versuchen dann,
herauszufinden, weswegen er hergekommen ist. So. Er haut ab. So, das ist supi. Machen wir ab hier, aber er ist mir gerade abgehauen. Das ist nicht ganz gut. Dann bis zur nächsten Folge. Okay.